Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dem Derby überhaupt in Deutschland. Schalke gegen Dortmund. Und wir sind in der Felsenarena, somit bei schönem Fußballwetter. Diese Partie verspricht einiges. Wir sehen auch, dass der dritte zu Gast beim achten ist. In echt sieht es ja komplett anders aus, also bei Schalke, bei Dortmund, die sind Dritter. Aber die Verhältnisse sind trotzdem, denke ich mal, klar, dass beide Mannschaften relativ gleich stark sind. Philipp hat in den letzten drei Spielen 3 Tore gemacht bei mir hier. In echt sieht es ein bisschen anders aus, aber vielleicht schafft er heute auch hier mal ein Tor. Und ja, wir können eigentlich uns direkt auf dieses Spiel freuen. Die Preview hier. Und da kommt schon mal die Schalke-Aufstellung. Fährmann am Tor. Davor Nastase, Schnalde und Insua. Im Mittelfeld Otschipka, Meier, Goretzka und Caligiuri. Und im Sturm ein Dreiersturm mit Embolo, Burgstaller und Schöpf. Die Dortmunder Aufstellung fängt mit Bürki an, hinten im Kasten. Dann Guerrero, Toprak, Sokratis und Piszczek. Im Mittelfeld Götze, Sahin und Castro. Und im Sturm auch ein Dreiersturm mit Philipp, Aubameyang und Reus. Und da sehen wir schon, dass Dortmund schon ein bisschen defensiver eingestellt ist. Sind ja auch Auswärtsmannschaft. Und im Vergleich zum Schalke-Spiel halt hier. Aber wir werden ja, wie gesagt, nach den 90 Minuten sehen, wie es ausgegangen ist. Ball rollt auf jeden Fall. Dortmund hat angestoßen, spielt von rechts nach links in den grau-weißen Trikots. Schalke in blau, Königsblau. Und viel Spaß hier mit den Highlights dieser Preview. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und dann sehen wir hier schon vielleicht die erste Chance durch Schalke mit Embolo. Und da ist Schöpf. Aber Bürki hält den. 9. Minute. Astreine Parade von dem Schweizer Schlussmann hier. Wobei, da stand er halt auch. Aber er hat gerade noch einen Arm hochgerissen und so abgelenkt. So, Reus ist aber auf der anderen Seite. Zu Aubameyang. Boah, Fährmann hält den. Das hätte ich jetzt nicht gedacht hier. Das sah so aus, dass der locker reingeht. Aber Fährmann lenkt den mit dem Unterarm gerade noch so um den Pfosten rum. Das hätte das 1-0 sicher sein müssen. Und jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ist nicht viel los hier. Und es geht dafür noch ein Foul von Naldo. Er wird nicht geahnt, weil Dortmund weiterspielt mit Guerrero. Da ist Sahin. Wieder Guerrero, der könnte auch mal flanken. Und er kommt nicht durch. Aber es gibt noch die gelbe Karte für Naldo an dem Foul. Und es ist Halbzeit. Also wir haben nicht viel gesehen hier in diesem Spiel. Beide machen das gleiche Spiel sozusagen und ihr Gegner spielt zunichte. Hier sehen wir es auch, also 0 Tore. Es war nicht viel los. Mal sehen, wie die Statistiken aussehen, denn die dürften ja auch nicht so rosig sein, wenn man hier sieht, dass eigentlich keine Torschüssen waren. Also Schalke hat weniger Ballbesitz, auch weniger geschossen. Dortmund macht schon ein bisschen mehr. Das habe ich auch so gesehen in den Chancen. 5:1 Ecken für Dortmund. Das ist auch richtig stark. Und es gibt auch Wechsel, wie es aussieht. Hier sehen wir erstmal nochmal die gelbe Karte für Naldo. Die hat er ja nach dem Pfiff noch bekommen, nach dem Pausenpfiff. Und hier haben wir die erste Auswechslung. Götze bleibt in der Kabine, dafür kommt Weigel. Diesen Wechsel verstehe ich nicht so ganz, denn Dortmund war ja gar nicht so schlecht dabei, nach vorne zu spielen. Und Aubameyang kommt hier schon wieder. Ist im 16er, spielt auch Weigel. Da ist Philipp und der ist drin. Der Dortmunder, also die Dortmunder führen hier. Und der Wechsel von Götze auf Weigel war komplett richtig. Denn Weigel macht den Pass auf Philipp, der hier locker einschießt. Fährmann ohne Chance aus dieser Entfernung natürlich. Da kann er nur hinterher gucken. Und somit steht es hier 1:0 für die Dortmunder. 11. Saisontor für Philipp. Und sie kommt schon wieder. 58. Minute. Da ist Reus, da ist Reus, da ist Reus. 2:0. Dortmund spielt wie im ersten Spiel in dieser Saison zwischen den beiden Teams. Da hat Dortmund ja 4:0 zur Pause geführt und am Ende 4:4 gespielt. Jetzt haben sie wieder 2:0 Führung. Mal sehen, ob sie es diesmal halten können.
oder ob die Schalke wieder zurückkommen. Auf jeden Fall macht die Reus erstmal sein Tor und das 2-0 hier für Dortmund. Wäre die Frage gewesen, Fährmann? Nee, kann er auch nicht halten. Der Schuss war halt zu gut, ist ja schließlich auch Reus. Der hat dieses gewisse Etwas beim Schuss. Und das war sein 5. Saisontor. Zweiter Wechsel bei Dortmund. Schürrle kommt für Philipp, für den ersten Torschützen hier in diesem Spiel. Und Schalke wechselt auch nochmal. Utschipka geht. Und Harit kommt. Also mal was Schnelles auch für die Außen. Muss es auch sein. Und Schalke kommt schon mit Burgstall. Auf Harit. Harit! Oh. Erster Schuss und gar nicht so schlecht. Knapp am Pfosten vorbei. Aber es geht besser und wir sehen, dass die Dortmund schon. Wir kommen mit Schürrle, da ist Reus, da ist es 3-0, fertig. 69 Minute, Doppelpack, Marco Reus. Super Flanke von André Schürrle. Beide Nationalmannschaftsteilnehmer spielen hier super zusammen. Und dann macht Reus der einfach Volley rein. Fährmann wieder ohne Chance. Naldo bzw. Nastasic waren nicht bei Reus. Der durfte frei einschieben. Und somit hier dürfte es ja wahrscheinlich gelaufen sein, denn ich glaube nicht, dass Schalke hier in den letzten 20 Minuten noch 3 Tore schafft, aber sie fangen schon mal an. Da ist Embolo. Oh, Bürki hält den wieder. Ist ja natürlich heute auch klasse, was Bürki hält. Der macht ja echt alles zunichte, was Schalke aufs Tor bringt. Hier wieder übers Tor gelenkt. Und Dortmund kommt wieder mit Aubameyang. Der hat heute noch kein Tor. Aubameyang, da ist Castro. Knapp am Tor vorbei. Richtig knapp am Tor vorbei. Und der letzte Wechsel gibt es ja auch noch. Marco Reus, der Doppeltorschütze geht. Dafür kommt Pulisic auf den Platz bei Dortmund. Und somit sind alle Torschützen vom Platz. Genauso wie Embolo geht. Kunu Bianca kommt. Embolo ist zwar kein Torschütze, aber auch er verlässt den Platz. Und die Schalker kommen nochmal mit Embolo, mit Kunu Bianca. Alex verliert den Ball und Naldo fault hier. Schürrle, der hat schon gelb. 85. Minute und es gibt glatt rot. Es geht glatt rot für Naldo in der 85. Minute. Das ist natürlich bitter. Gutes Spiel ist schon längst vorbei, aber der fehlt jetzt im nächsten Spiel auch noch. Hier, da muss er nicht so reingehen, wenn er schon gelb hat. Das ist klar Platzverweis. Und Meier geht auch noch runter, dafür kommt Bentaleb auf den Rasen. Aber dieser Wechsel bringt es jetzt auch nicht mehr. Und Schalke kommt nochmal mit Kunu Bianca, mit Burgstaller. Aber die Dortmunder stehen hinten so dicht und Schein erhobelt sich den Ball und das Spiel ist aus. 3-0 Packung für Schalke. Dortmund gewinnt im Derby in Schalke, in Gelsenkirchen mit 3-0 durch die Torschützen Philipp und zweimal Reus. Was für ein Spiel, damit hätte man gar nicht rechnen können, dass sie so stark hier sind in Schalke. Da sehen wir es nochmal, Spieler des Spiels, so ganz ruhig, ist Marco Reus natürlich auch mit 2 Schüssen und 2 Tore daraus. Das ist sehr stark. Da sehen wir nochmal die Torschützen und ich bin mal auf die Statistiken gespannt, denn das dürfte für Schalke nicht sehr rosig ausfallen. Die sehen so aus. Klares Chancenplus und mehr Ballbesitz und mehr Ecken für Dortmund. Somit ist auch komplett verdient hier dieser Sieg. Das bedeutet Platz 2 für Dortmund nach dem 30. Spieltag. Und die Bayern können sie nicht mehr überholen. Somit ist es hier klar. Und Schalke, ja, die bleiben halt erstmal auf ihrem Platz, können allerdings nochmal wieder zurückgeholt werden. Und das war die Preview hier auf meinem Kanal. Ja, wie geht's denn echt aus? Ist schwierig. Ich würde sagen, es wird ein 2-2. Denn beide Teams sind relativ gleich stark. Ein Hoch und Runter gibt es immer mal. Wenn ihr andere meinen solltet, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst es mich wissen und dann bedanke ich mich schon fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Außerdem noch ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.